Was? Nein, nein. Was ist los? Wasser. Hast du Wasser? Hier, das sollte helfen. Oh, oh, wie gut das Wasser ist. So lange war ich auf dieser Insel. Wollte nur schnell rausfahren, um mir was für den Abend reinzuholen, bevor die Strömung wechselt. Bei der Rückfahrt sah ich, wie im Hafen gekämpft wurde. Ich habe noch nie so viele Orks auf einem Haufen gesehen. Da bin ich hier schnell rausgefahren. War eine sehr gute Idee. Die Sonne brannte auf den Felsen und ich konnte wegen der Strömung nicht weg hier. Dann hat sie gewechselt und während ich die Orks beobachtete, wurde mein Boot davon getrieben. Wir haben die Orks vertrieben. Wenn es dir besser geht, kehren wir zum Hafen zurück. Ach, mir ist schon viel besser. Zum Fahren reicht's alle Male. Warte mal. Wie geht's? Viel besser, danke. Du warst meine Rettung. Hier, bitte. Es ist zwar nicht viel, aber mehr habe ich leider nicht. Thank you.
Nicht zu holen. Hört, ihr Bewohner von Asun, aufgrund der anhaltenden Bedrohung durch die Orks und unserer hohen Zahl an Gefallenen müssen alle... Für den Fürsten. Ich hoffe, die Orks sind bald besiegt. Der Hafen wurde zurückerobert. Das sind fantastische Nachrichten in einer traurigen Stunde. Wie ist der Zustand dort? Nicht gut. Viele Leichen, viele Brände, die schnell gelöscht werden müssen. Könnt ihr jemanden mit Befehlsgewalt zum Hafen senden, um diesen wieder aufzubauen?
Ja, das ist eine gute Idee. Gibraltar wird mit ein paar Knechten runtergeschickt. Er soll alles Wichtige entscheiden. Und Cortez wird vorerst auch in den Hafen gehen. Seine erfolgreiche Teilnahme an der Sumpfexpedition hat Hamilkar überzeugt. Du hingegen sollst die Berserker zur Goldmine führen und Oryk unterstützen. Die Goldmine ist mindestens so wichtig wie der Hafen. Wir müssen sie zurückerobern. Ich hoffe, die Orks sind bald besiegt. Wer geht denn da schon freiwillig hin? Es müsste schon ein Wunder geschehen, damit wir das... Hey, du! Dann zeig mal deine schönen Stücke. Hier, sieh her. Es gibt immer einen Todesmutigen. Sind sie denn so grausam? Müsste schon ein Wunder geschehen, damit wir das überleben. Ich hoffe, die Orks sind bald besiegt. Ich kenne keinen, der es mit ihnen aufnehmen kann. Hey, du! Es gibt immer einen Todesmutigen. Was machst du in meinem Haus? Sind sie denn dein Haus? Ich habe rumgefragt und jeder erzählte mir, dass die Hütte Rufus gehört hat und dieser jetzt tot sei. Dann bin ich einfach eingezogen. Nun, Cortez hat mir die Hütte überlassen. Cortez? Soweit ich weiß, verkauft Gregorius aus dem oberen Viertel die Häuser. Er hat mir diese Hütte für einen saftigen Batzen verkauft. Also entferne dich von meinem Besitz. Wer bist du? Mein Name ist Rovan. Doch das ist nicht von Belang. Wichtig ist die Aufgabe, die ich erhielt. Was tust du hier? Ich muss den Leuten die Wahrheit über die Götter erzählen. Moment mal. Die Götter? Ja. Es wurde ein großer Fehler begangen. Die Explosion des Portals in Sarantis hat nicht den Einfluss der Götter auf die Welt genommen. Nein. Die Götter wurden lediglich geblendet für diese Welt. Die Mächte der Dunkelheit helfen Belia, den Weg zurück in unsere Welt zu finden. Die Sinne Belias sind noch unscharf, doch ohne seine Brüder hat er freies Spiel. Währenddessen hat die Menschheit beschlossen, dass die Götter fort sind. Wo liegt das Problem? Genau dabei. Die Menschen sind zu ignorant, um zu merken, was eigentlich los ist. Während Belia immer mehr Einfluss auf die Welt erhält und seine Scharen die Gelegenheit gewittert haben, erhalten die anderen zwei Brüder keine Hilfe. Wenn wir nicht sofort etwas unternehmen, sind wir dem Untergang geweiht. Aber es gibt noch gläubige Wassermagier. Dies ist nicht genug. Wie kommst du auf sowas? Ist es denn nicht offensichtlich? Wurdest du genauso geblendet von Gerüchten? Denkst du wirklich, diese Portalexplosion vermochte den mächtigen Göttern den Zugriff auf die Welt zu verwehren? Gab es nicht schon schlimmere Magiefreisetzungen? Und was ist da passiert? Tja, ganz zu schweigen, dass die Welt ohne die Götter nicht existieren könnte. Spätestens jetzt sollte es jedem klar werden. Warum kann die Welt nicht ohne die Götter existieren? Ach, herrje, das ist doch... Ich versuche es in einfache Worte zu fassen. Die gesamte Materie, die uns umgibt, ist leicht magisch. Adanos war es, welcher die Materie erschuf.
Durch ihn ist im Laufe der Zeit alles entstanden. Und Ardanos gefiel, was entstanden war. Ohne eine göttliche Macht, die die Welt zusammenhält, würde alles verfallen in das ewige Nichts. Was kann ich tun? Bete zu Ardanos und hilf ihm, den Weg zu finden, auf dass er vermag, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Zudem bereite ich ein mächtiges Ritual vor. Ich kann jede Hilfe brauchen, die ich kriegen kann. Was benötigst du für das Ritual? Als erstes muss ich wissen, ob du hinter mir stehst. Ich stehe hinter dir. Gut. Auch wenn wir unserem Ziel noch sehr weit entfernt sind, schöpft es Hoffnung. Was kann ich für dich tun? Es ist mir sehr unangenehm, doch die Aufgabe verlangt es. Nur raus mit der Sprache. Für das Ritual benötige ich viele Reagenzien. Ich konnte schon einige Kameraden losschicken, um die Sachen aufzutreiben. Doch die Händler wollen uns die Reagenzien nicht einfach überlassen. Anders gesagt, wir brauchen Roperi. Wie viel? 2000 Roperi würden fürs Erste reichen. Hier die 2000 Roperi. Danke. Das bringt uns ein großes Stück vorwärts. Ein kleiner Preis für die Welt, dürfte man meinen. Das dauert, bis die Reagenzien zusammen sind. Komm später mal wieder vorbei. Dann werden wir sehen, was zu tun ist. Wenn das so weitergeht, hau ich ab. Sind Sie denn so grausam? Warte noch. Ich habe da noch eine Theorie. Das muss aber unter uns bleiben. Ich denke, ich kann dir vertrauen. Ich hoffe, klar. Die Orks sind bald besiegt. Irgendjemand hat damals das Gerücht verbreitet mit den verbannten Göttern. Jener wusste wohl auch, dass dadurch das Gleichgewicht massiv gestört wird. Ich kann keine bestimmte Person nennen. Es könnten auch mehrere gewesen sein. Aber mir graut es zu erfahren, was der oder diejenigen für Absichten haben. Ich werde versuchen, noch mehr darüber herauszufinden. Es gibt immer einen Todesmutigen. Sind Sie denn so grausam? Für Asun. Und so kam es, dass die Ignoranz und Torheit der Menschen den Glauben an die Götter verblassen ließ. Der Einfluss Belias auf die Menschen wuchs und Hass und Zwietracht kamen über uns. Nur wenn wir unserem Glauben wiedererlangen, können wir den sicheren Abgrund entkommen. Du hast nicht zufällig ein Stück Brot oder Fleisch über? Warum holst du dir nichts in der Armenküche? Die Suppe ist so dünn in letzter Zeit. Davon wird keiner mehr satt. Es ist ja nicht so, als gäbe es nicht genug Lebensmittel. Nur horten diese verdammten Stadttölpel alles und treiben die Preise ins Lächerliche. So danket eurem Herrn, dass er euch eine zweite Chance gewährt. Hier, nimm ein Stück. Danke. Das wird den Hunger für eine Weile stillen. Beendet euer gottloses Leben. Euch ist das Seelenheil gewiss. Zeig mir dein Essen. Tut mir leid. Ich kann nicht mal die Leute hier anständig versorgen. Die Preise für die Lebensmittel sind schamlos überteuert. Halte dich einfach aus allem raus. Was denkt ihr, wer die Gerüchte um das Verschwinden der Götter aus unserer Welt streute? Ich hätte ein paar große Stücke Fleisch über. Hier! Was? Wirklich? Vielen herzlichen Dank, mein Guter. Damit werden wir ein paar Tage länger auskommen. Ich weiß sowieso nicht, warum ich die immer mit mir rumschleppe. Ich kenne keinen, der es mit ihnen aufnimmt. Sind die weltlichen Herrscher, die ihren Machtanspruch in Gefahr sehen, sollten die Menschen doch an höhere Mächte. Es gibt immer einen Todesmutigen. Warte mal. Du wirst doch auch zum Hafen gehen, oder? Hier. Es wird sicher nicht einfach da unten. Hilf den Verletzten. Verteile die Tränke den Bedürftigen. Ich würde ja selbst hingehen, nur ist mir das zu gefährlich. Warum tust du das? Ich halte es für meine Pflicht, in solchen Situationen zu helfen. Deshalb habe ich die ganze Nacht durch Tränke hergestellt.
Ich vertraue dir die Sache an. Enttäusche mich nicht. Viel Glück. Brände löschen. Genug gefeiert. Hier, nimm die Eimer und bekämpf die Brände. Ich habe den Leuchtturmwärter gefunden. Sehr gut. Was hatte er zu berichten? Die Orks schienen großes Interesse am Lagerhaus zu haben. Er meint, dass sie vielleicht etwas suchen. Interessant. Ich werde der Sache nachgehen. Ich habe Simon gefunden. Er war am Verdursten auf der kleinen Insel. Ich habe ihn zurückbegleitet. Sehr gut. Wir brauchen jeden Mann. Natürlich soll er sich erstmal erholen. Ich habe hier Tränke für die Verletzten. Oh, wir haben eine gute Rücklage an Tränken. Allerdings, je mehr, desto besser. Damit gewinnen wir schneller unsere volle Kampfstärke zurück. Von wem ist die Spende? Die sind von Janora. Das freut mich sehr. Danke für das Bringen. Deine Leute sichern das Hafentor. Helft, die Gebäude zu durchsuchen. Ich erwarte regelmäßige Meldung. Hey! Hey! Was machst du hier? Das hat dich nicht zu interessieren. Gehst du nicht zurück ins Lager? Darf ich etwa nicht hier sein oder was? Kaum haben wir den Hafen erobert, schon wollt ihr uns loswerden? Schöne Sache. Thank you.
Was machst du hier? Hast du nach der Sumpfexpedition nicht genug? Ach was, ich bin zwar kein Draufgänger, aber wenn es um die Verteidigung des Reiches geht, bin ich immer dabei. Vor allem gegen die Orks. Ich durchsuche die Häuser nach Überlebenden. Dabei protokolliere ich nebenbei die Schäden, um den Reparaturaufwand abschätzen zu können. So, und jetzt hilf mit oder mach Platz. Warte, hey. Regelmäßige Meldung. Der Rest weiter. Na los, lösch die verdammten Feuer. Was machst du da? Ja, ich hab mal wieder die Arschkarte gezogen. Ich soll hier schnell ein Loch graben für die toten Orks und Menschen, bevor sie zu stinken beginnen. Schon mal ein Loch gegraben? Das ist scheiß viel Arbeit. Das schaffst du schon. Du bekommst sicher bald Hilfe. Ja, hoffen wir's. Thank you.
Ich beherrsche die Grundlagen des Schürfens. Ja. Deine Körperhaltung zeigt mir, dass du schon einiges kannst. Also gut. Von mir aus kannst du in die Minen. Die Wache am Eingang weiß bereits Bescheid. Aber hänge das nicht an die große Glocke, dass ich dir den Zugang gewährt habe. Keine Ahnung, ob das hier bei den anderen so gut ankommt. Die Schürfe und die Minenwachen wird es jedenfalls nicht interessieren. Was ist mit den handfesten Tatsachen? Was willst du von mir? Du hattest gesagt, ich soll dir außerdem 3 Goldbrocken bringen, damit du mich in die Mine lässt. Ah, stimmt, da war was. Das habe ich doch glatt vergessen. Weißt du was? Lass gut sein. Behalte das Gold als Anerkennung für deine Ehrlichkeit. Kannst du mir was über das Erzhacken beibringen? Du hast dem Lager bewiesen, dass du zu was zu gebrauchen bist. Wenn du willst, kann ich dir das ein oder andere übers Erdschürfen beibringen. Das wird dich jedoch eine Kleinigkeit kosten. Bring mir was übers Erdschürfen bei. Du bist ein echter Meisterbuddler. Es gibt nichts, was ich dir noch beibringen kann. Hey, du. Eine schöne Kneipe hast du hier. Nicht wahr? Ich bin auch ziemlich stolz drauf. Außerdem ist Wirtsein viel besser, als sich den ganzen Tag den Buckel in der Mine krumm schuften zu müssen. Und die Schürfer haben hier kaum etwas, wofür sie ihre Rupiere ausgeben können. Die meisten von ihnen verlassen die Mine nicht mal nach Feierabend. Also bleiben sie hier und versaufen ihr Geld schön in meiner Kneipe. Gibt es hier noch andere Kneipen? Junge, hast du dich überhaupt schon mal im Lager umgesehen? Es gibt 3 Kneipen hier im Lager. Einmal die von Björn im Hauptlager. Dann haben die Berserker noch ihre eigene kleine Saufbude. Aber Kneipe kann man das eigentlich auch nicht nennen. Und dann wäre da noch meine bescheidene Schenke. Die schönste hier im Lager, wenn du mich fragst. Wir haben hier eine höhere Kneipendichte als irgendwo sonst auf Asun. Kann ich dir irgendwie zur Hand gehen? Ja,
Mir geht das Bier zur Neige. Geh und bring mir ein paar neue Krüge. 25 Krüge sollten reichen. Mir egal, wo du die herbekommst. Aber bring mir bloß das normale Bier. Außergewöhnliches kann ich hier nicht gebrauchen. Die Schürfer haben weder die Ansprüche noch das Geld für irgendeinen Edelscheiß. Als Gegenleistung bekommst du natürlich klimpernde Ruperi von mir. Hier hast du 25 Krüge normales Bier. Sehr gut. Her damit. Was hast du anzubieten? Schau mal rein. Hau weg, die Scheiße! Na, warte, du dreckiger Dieb! Ja, schon gut. Du hast gewonnen, was willst du? Hau weg, die Scheiße. Was willst du von mir? Erledige den Scheiß selber. Hallo, wer bist du? Ich bin Iastano, einer von Damuels Schürfern. Gibt's hier etwas zu tun? Ja, wir brauchen dringend einen neuen Schmied und Erzschmelzer. Ich könnte euch helfen. Das wäre gut. Guck dich mal um und schau, ob du jemanden finden kannst, der sich dem Fürsten gegenüber nicht gerade verpflichtet fühlt. Thank you.
Hey. Schon ein Wunder geschehen, damit wir das überleben. Damit ich die anderen wieder gnädig stimmen kann, musst du eine Strafe zahlen. Wie viel? Ich will die Strafe zahlen. Sehr gut. Ich werde jedem davon erzählen. Dein Ruf dürfte wiederhergestellt sein. Sind sie denn so grausam? Ich hoffe, die Orks sind bald besiegt. Sind sie denn so grausam? Ich kenne keinen, der es mit ihm aufnehmen kann. Ich kenne keinen, der es mit ihnen aufnehmen kann. Ich hoffe, die Orks sind bald besiegt. Guten Tag, der Herr. Wie wäre es mit ein paar Flaschen frischem, sauberem Quellwasser? Sehe ich so durstig aus? Es gibt immer einen Todesmutigen. Nun, wenn die Orks erst vor den Toren stehen, können Lebensmittel schnell knapp werden. Alle denken an das Essen, aber kaum einer denkt an sauberes Wasser. Die Orks kommen aus dem Süden.
Neben dem Brunnen und Stadtbach kann man immer noch aus dem Nordtor raus. Ich denke nicht, dass ich abgefülltes Wasser brauchen werde. Nichts ist sicher in diesen Zeiten. Was hast du so alles? Sieh mal rein. Es müsste schon ein Wunder geschehen, damit wir das überleben. Ich hoffe, die Orks sind bald besiegt. Sind sie dann so grausam? Da kam schon wieder so ein seltsames Geräusch aus dem Wald. Die Leute sagen, es wäre ein Hilferuf, aber niemand traut sich rein. Alle haben Angst vor den Wölfen. Ich schau mal nach. Gut, dann sag Bescheid, was da los ist. Was machen die ganzen neuen Leute hier? Das frage ich mich auch. Du bist hoffentlich nur auf der Durchreise? Ich habe nicht vor, länger als nötig zu bleiben. Es gibt viel zu tun. Gut, die ganzen Weicheier gehen mir auf die Nerven. Als wäre es hier nicht schon eng genug, kommen sie unter jedem Stein hervorgekrochen. Immerhin bezahlen sie noch für den Aufenthalt. Wo ist der Gebirgspass ins Eisgebiet? Geh von hier aus über die Brücke mit dem Rekruten und dann auf das Feld, das direkt an den Weg angrenzt. Hinter dem Feld musst du durch den Wald und dort siehst du schon die Passwachen stehen. Bye-bye.